Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht, darum geht's in dieser Reihe. Mein Name ist Jörg Dechert und ich würde gerne einen Gedanken mit dir teilen, der uns so in den letzten Echtzeitfolgen schon eine Weile beschäftigt hat. Nämlich, wie stark Entmutigung manchmal von den sichtbaren Umständen unseres Lebens herkommt und wie viel Ermutigung wir ziehen können aus der unsichtbaren Wirklichkeit. Oder wie es der Hebräerbrief im Neuen Testament in Kapitel 11 formuliert, der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und in diesem Kapitel 11 geht es darum, dass Gott die belohnt, die ihn aufrichtig suchen, mit Zukunft, mit Hoffnung, mit neuer Zuversicht. Und da geht es nicht darum, so seine eigenen Gedanken zu trainieren und sich irgendwie zu verbiegen und sich irgendwas herbeizuglauben, sondern es geht um Vertrauen, sich einzulassen auf die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Das alles bleiben erstmal theologische Richtigkeiten und manchmal auch theologische Floskeln, solange wie wir sie nicht wirklich im Leben umsetzen, im Leben ausprobieren. Und mir persönlich helfen dabei Vorbilder. Vielleicht geht es dir auch so, dass dich Menschen inspirieren, die das gewagt haben, die im Glauben sich eingelassen haben auf Dinge, die sie vorher noch nicht sicher wissen konnten, nicht garantieren konnten, nicht kontrollieren konnten, nicht sehen konnten. Das können lebende Personen sein oder Personen der Geschichte. Ich glaube, der Schreiber vom Hebräerbrief im Neuen Testament, der hat das auch gewusst. Deswegen liefert er uns gleich auch eine ganze Menge an Vorbildern mit Menschen wie Noah, wie Abraham, wie Josef, wie Mose und andere. Und es waren alles keine Superhelden, so wie wir das heute in unseren Comics und Kinofilmen so kennen, sondern es waren Menschen mit echten Macken und Problemen und manchmal mit riesigen Macken und Problemen. Und trotzdem sind diese Menschen auch Inspiration und Vorbild, weil sie alle etwas gewagt haben. Sie haben gewagt, sich auf Gott einzulassen und so diese unsichtbare Dimension des Glaubens für sich persönlich zu entdecken. Und deswegen geht es in dieser kleinen Echtzeitreihe in den letzten Folgen um diese Person. Und heute möchte ich dir eine weitere Person vorstellen und ihr Name ist Josua. Josua, der Nachfolger von Mose. Josua ist ein Hindernisüberwinder und er entdeckt, manchmal heißt Glauben, Mauern zu überwinden. Und vielleicht hast du in deinem Leben gerade eine Mauer vor dir, in deiner Karriere, in einem Beziehungskonflikt, bei Gesundheitsthemen, wenn du so nach vorne schaust in unsere unsichere Welt und du stellst fest, boah, ich kann gar nicht so positiv mich freuen auf die nächsten Wochen und Monate, weil da sind so viele bedrückende Nachrichten um mich herum und die ich im Fernsehen sehe und im Internet und überall. Vielleicht ist das wie so eine Mauer vor dir. Also dann hilft uns vielleicht Josua zu entdecken, wie wir Glauben erfahren können und Glauben ausprobieren können, Glauben investieren können und uns auf Gott einlassen können, um diese Mauern zu überwinden. Und seine Geschichte, die finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 11, in Vers 30, mal so ganz komprimiert in einem Vers. Ich lese dir den mal vor. Dort heißt es, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Punkt, das war's schon. Da steht der Name Josua noch nicht mal drin. Und deswegen ist ganz gut, wenn ich dir vielleicht mal erkläre, dich mit reinnehme in das, was da im Alten Testament passiert war. Also, Mose führte das Volk Israel aus Ägypten ins gelobte Land. Ägypten, das hatten wir in der letzten Echtzeitfolge. Und nach 40 Jahren durch die Wüste kommen sie ins gelobte Land und Moses Nachfolger als Anführer, der junge Josua, der bekommt die Aufgabe, jetzt das Volk über den Jordan, über den Fluss Jordan ins gelobte Land nach Kanaan reinzuführen. Und sie treffen sofort auf Widerstand und es gibt befestigte Städte und sie müssen die einnehmen. Also es ist auch eine Kriegsgeschichte, die wir da lesen. Und eine dieser befestigten Städte ist Jericho. Und Jericho hatte eine Mauer rundherum und die Israeliten waren ja keine trainierte Armee. Die hatten keine Katapulte oder irgendwas, womit man so eine Mauer schleifen konnte. Und dann kommt so eine ganz verrückte Idee. Der Josua hat den Eindruck, dass Gott ihm sagt, pass mal auf, zieh 7 Tage lang still mit dem ganzen Volk um die Mauer. Und am 7. Tag, da blast ihr alle in eure Hörner, in eure Trompeten sozusagen. Und dann werde ich diese Mauer einstürzen lassen und dann könnt ihr die Stadt einnehmen. Total verrückt, oder? Also ich weiß nicht, ob du das gemacht hättest, wenn du den Eindruck hättest, Gott sagt dir das. Oder was du gesagt hättest damals, wenn du ein Soldat
oder ein einfach jemand aus dem Volk Israel gewesen wärst und Josua kommt um die Ecke und sagt, pass mal auf Leute, Gott hat mir gezeigt, so wird es jetzt hier funktionieren. Also ich habe noch keine Mauer gesehen, die davon einstürzt, dass man 7-mal drum herumzieht. Aber Josua hat den Eindruck, doch, das ist das, was Gott von mir möchte. Das ist Gottes Versprechen, das ist seine Ansage und Glauben heißt jetzt für mich, mich darauf einzulassen. Glauben heißt, mich darauf einzulassen, dass Gott mir helfen wird, Mauern zu überwinden, auch wenn ich es menschlich nicht erklären kann und wenn ich es menschlich nicht erzwingen kann. Und also machen sie das und sie ziehen 7-mal um die Stadt Jericho und beim 7. Mal blasen sie alle in die Trompeten und tatsächlich die Mauern stürzen ein und dann heißt es, dass jeder vor sich hinsteigt, also diesen Mauerhügel dann empor und dass sie die Stadt einnehmen. Und für mich ist das ein Sinnbild für das, was möglich ist, wenn Gott in einem Leben wirksam ist und hinter einem Leben steht und in einer Situation eingreift, wo wir vor Mauern stehen. Und kann das jetzt nicht einfach übertragen und sagen, ne, zieh 7-mal um die Mauer in deiner Situation jetzt drumherum und dann nimmst du eine Trompete, darum geht es nicht, sondern es geht um Gottvertrauen. Es geht um die Frage, können wir dieser unsichtbaren Wirklichkeit Gottes vertrauen, dass er da ist und dass er die belohnt, die ihn von ganzem Herzen suchen. Auch wenn das manchmal heißt, in absurde Situationen reinzugeraten und vielleicht 7-mal um eine Stadt zu ziehen und in die Trompete zu blasen, damit Gott dann die Mauern einstürzen lässt. Also ich wünsche dir, dass Josua dich inspiriert, dich einzulassen und dich von den Mauern deines Lebens und deiner Lebenssituation nicht ausbremsen zu lassen, sondern dich einzulassen darauf, dass Gott sie überwinden kann, dass Gott dir helfen kann, die Mauer deines Lebens jetzt zu überwinden. Vielleicht ist es eine Mauer, die in der Beziehung steht, wo du sprachlos geworden bist mit einem anderen Menschen, der dir eigentlich nahe steht und du würdest diese Mauer gerne überwinden. Vielleicht ist die Mauer so in deinem persönlichen Lebensweg, in deiner Karriere oder im Studium, in deiner Lebensplanung, wo du merkst, du kommst ja überhaupt nicht weiter und eigentlich wäre das der nächste Schritt, aber du hast den Mut verloren, es anzugehen und dran zu bleiben. Vielleicht ist eine Mauer in deinem Umgang mit deiner Gesundheit, mit deiner Lebensperspektive, mit deiner Hoffnung und du wünschst es einfach, dass diese Mauer fällt und dass du vorwärts kommst. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Ich würde gerne hineinbeten in deine Mauersituation und wünsche dir, dass durch dieses Gebet und durch das Vorbild von Jesu du neue Hoffnung bekommst, einen neuen Mut bekommst, Gott das zuzutrauen, dass er dich führen kann, auch über diese Mauer hinweg und zu entdecken, dass manchmal Glauben auch heißt, Mauern zu überwinden. Lass uns beten. Gott, du bist ein Gott, der hilft, Mauern zu überwinden. Du hast das mit Josua gemacht und deshalb glaube ich, dass du es auch bei mir kannst. Und ich sage dir jetzt die Mauer meines Lebens. Du kennst meine Situation, wo ich gerade vor einer Mauer stehe. Und du weißt, wie entmutigt ich selbst gerade bin, wenn ich auf diese Mauer schaue. Und deswegen bitte ich dich, dass du mir neuen Mut gibst, neue Hoffnung, neue Zuversicht, dass du der bist, der Mauern überwinden kann. Gott, was ich dazu tun kann, dazu hilf mir bitte. Das lass mich bitte tun. Konsequent und entschlossen und mit allem, wer ich bin und was ich habe. Und ich möchte dir das Vertrauen aussprechen, dich bitten, dass du diese Mauer überwindest. Zeig mir, was ich dazu tun soll. Amen. Also manchmal heißt Glauben, Mauern zu überwinden. Was ist gerade deine Mauer? In welche Situation rein hast du das gerade gebetet? Und was ist danach passiert? Also wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit@erf.de. Ich würde mich freuen, es von dir zu hören. Und ich möchte Gottes Segen mitgeben, in deine Mauersituation rein, in dein vielleicht 7-mal um die Mauer ziehen, dass Gott bei dir ist und dich nicht alleine lässt und dich sieht und dir helfen möchte, dich auf ihn einzulassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.